was mit zwei Slidern geht, geht doch bestimmt auch mit dreien. Aber keine Sorge, wir wollen die nicht gegenläufig machen. Wir wollen jetzt mal eine Farbe erzeugen aus den RGB-Werten, die wir über Slider hier eintragen. Also UI Slider RGB wäre doch ein ganz toller Projektname, wieder eine Single View Application. Und ihr seht schon, ja, mit so einem Slider kann man eine ganze Menge Spaß haben. Also holen wir uns einen Slider und nicht nur einen, sondern mit Command-D holen wir uns gleich drei. Und dann haben wir die hier und dann gehen wir auf den ersten und vergeben unsere Auto-Layout-Attribute 0, 16, 16, hin damit. Und jetzt nehmen wir den nächsten. Du sollst auch einen Abstand haben, 20 zum oberen Slider, 16, 16, her damit. Und du bitte auch als Slider 3. Auch 20 von oben, 16, 16 und dann haben wir es erledigt. Und ihr seht, wie schnell man ein Layout machen kann mit ein paar Elementen, die da eben so drin rumliegen. Und wir haben es mal nicht mit einem Stack View gemacht, auch eine coole Sache. Im Moment machen wir erstmal so die einzelnen Schritte. Stück für Stück, ich kann ja nicht gleich erstmal alles erklären. Wir wollen ja auch was sehen. Also Assistant Editor, was haben wir denn? Wir haben drei Slider, RGB, Rot, was, Grün und Blau. Und dann wollen wir doch hier auch unsere Outlets ziehen. Das ist unser Slider Red. Outlet, dann haben wir hier unseren Slider Green Outlet und das ist dann unser Slider Blue Outlet. Slider Blue Outlet. Zack, da haben wir sie doch. Und jetzt machen wir es uns einfach und nehmen für jeden Slider noch eine Action-Methode auf. Also hier, zack, ziehen wir es mal hier herüber. Wir machen eine Action und das ist dann Slider Red Value Changed. Auch hier wieder den UI Slider gleich als Argument rein. Da haben wir die Methode und jetzt machen wir Copy und Paste im Code und sagen, das ist Slider Green und das ist Slider Blue. Und wir werden dementsprechend die Action-Methoden vom Source-Code mal wieder zurückziehen auf unser Storyboard. Einfach damit ihr euch auch dran gewöhnt und seht, das ist nicht schlimm. Man kann in beide Richtungen arbeiten und einfach sexy. Okay, was soll denn passieren? Ich gehe wieder auf den normalen Editor und wieder hier nur auf den View-Controller Swift, damit wir hier schön Platz haben für unseren Source-Code. Wir wollen die Farbe des Hintergrundes setzen. Also rufen wir einfach eine Methode auf, die da heißt setColor, Klammer auf, Klammer zu. Und dann fragt ihr natürlich, und wo kommt die jetzt bitte her? SetColor ist ja toll, geht das so einfach? Nein, geht nicht. Ihr seht, Unresolved Identifier, SetColor. Wir müssten uns jetzt eine Methode basteln, die das tut. Ja, wie basteln wir uns denn eine Methode? Leute, das ist relativ einfach. Wir sagen, wir haben eine Methode, deshalb Funk. Sie heißt setColor. Sie bekommt kein Argument und sie hat geschweifte auf, geschweifte zu, ein bisschen Quelltext. So, was ist denn jetzt zu tun? Wir sind ein View-Controller. Wir haben einen View. Den kennen wir schon. View hat eine Stored Property, die heißt Background Color. Die können wir setzen. Also View Background Color gleich. Nun wollen wir aber nicht wie damals hier zu Beginn, ja, vor langer Zeit, als ihr mit diesem Kurs begonnen habt, einfach sagen Rot, Orange, Blau, Gelb. Nein, wir wollen die Farbe bestimmen anhand der Werte, die jetzt unsere Slider haben. Und dazu gibt es die Möglichkeit, dass wir uns eine UI Color bauen,
Also eine Color mit Werten, wo wir haben einen Wert für Rot, für Grün, für Blau und für die Transparenz. Ja, das ist super spannend. Also wir machen uns eine UI Color. Was ist denn der Float-Wert für Rot? Ja, das ist doch das, was unser Slider Red als Value gerade hat. Was ist denn grün? Na klar, das, was Slider Green als Value gerade hat. Und das Gleiche, ihr glaubt's kaum, gilt tatsächlich auch für blau. Slider Blue, dein Value, den hätten wir gerne. Und die Transparenz, den Alpha-Wert, den setzen wir auf 1. Wir wollen also eine Farbe haben, die plakativ ist, ja, wo nichts durchscheint, keine Transparenz. 0 wäre komplett transparent, da ist von unserer Farbe nichts zu sehen. 1 heißt opaque, wir sind hier maßgebend, hier richtig schön Plakatfarben, ne, kommt nichts durch, kann sich jeder noch an seine Schul- oder Kindergartenzeit erinnern. Und jetzt gucken wir uns das Ergebnis auch an und haben dann wieder ein neues Beispiel mit 3 Slidern aufgebaut und wir sehen tatsächlich, wenn ich also jetzt so einen Slider bewege, R, G, B, dann können wir wunderbar jeden Wert, jede Farbe erzeugen. Alle auf 1 ergibt natürlich weiß, alle auf 0 müsste schwarz ergeben. Schauen wir mal, jawohl. Und hier haben wir eben nur rot. Oder, na, kommst du bitte nochmal zurück, ist manchmal ein bisschen tricky im Simulator. Hier haben wir dann nur grün und ihr glaubt's kaum, hier unten nur blau. Und eben alle Zwischenwerte gibt es natürlich auch. Also, auch hier wieder wunderschön, wie man Farben setzen kann. Jetzt hat unser Programmchen aber doch einen Schönheitsfehler. Wenn ich es nämlich starte, stehen alle Slider auf 0,5, aber der Hintergrund ist weiß. Aber sobald ich dann einen Slider mal bewege, sehen wir den Hintergrund so komisch grau. Also schön ist das nicht. Wir müssten also dann schon hier den Wert der Initialfarbe schon darstellen. Ja, da wäre ich dann schon doch dafür, dass wir das tun. Und jetzt haben wir da ein paar Möglichkeiten. Wir können ja mal gucken, dass wir mal so ein bisschen was Nettes kriegen. So zum Beispiel, das wäre doch jetzt mal eine hübsche Startfarbe. Wie kriegen wir das hin? Gehen wir ins Storyboard, gehen wir zu unserem roten Slider in den Attributinspektor und sagen, du stehst auf 0,8, du da stehst auf 0,6 und du auf 0,4. Ja, wir machen immer mal 2 Abstand, dann soll das jetzt der Initialwert sein. Dann müssten wir aber auch, wenn der View geladen ist, alle Outlets verbunden wurden, einmal sagen Set Color und jetzt ist unser Beispiel schon komplett und ihr habt eine super farblich einstellbare Taschenlampe. Ja, überlegt euch das mal. Sowas als erste App, das wäre es doch vor 10 Jahren noch gewesen. Naja, gut. Und zumindest stimmt es jetzt, dass wir mit so einem dezenten Braun beginnen, ebenso wie unsere Werte hier angebracht sind. Also super einfach, aber nicht unbedingt schön, denn wir missbrauchen jetzt unsere Slider, den Value, den ein Slider hat, eigentlich als Model. Ja, denn die Farbe ergibt sich aus den Werten von der Position Slider Red, Green, Blue und das ist nicht so schön und deshalb machen wir im nächsten Video mal so einen kleinen Einwurf und wir machen uns ein Color Model und beschäftigen uns mal, wie wir aus einer Modelländerung auch wiederum aufgerufen werden können, damit unser View Controller darauf reagieren kann und was tun kann. Stellt euch dazu bitte vor, ihr hättet zum Beispiel über eine Verbindung zu einem Server
so ein Ping und der Server sagt quasi der App, du, jetzt bist du pink, jetzt bist du grün, jetzt bist du blau, dann will ja der Server nicht wissen müssen, wie eure Sliders sind und wie die heißen, sondern er will ein Modelleintrag schicken und die Anwendung soll daraus eben die Farbe machen. Also das ist immer so die Idee, ein bisschen trennen. Es ist immer eine schlechte Idee, Werte zu halten in UI-Elementen. Die repräsentieren zwar einen aktuellen Wert, aber nicht den, der eigentlich dahinter steht. Und deshalb, wie gesagt, kleiner Einwurf, nächstes Video, ein bisschen was zum Thema Model.